auch durch. Das macht mich wahnsinnig. Okay. Is anyone there? I can hear you. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. What are those rusty old keys for? They were the old boiler room door. When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with those rusty keys? Well, if Jimmy wanted to hide down there, I thought he must like it. Uh-oh. Hat er ihn da unten eingesperrt? Den Jimmy? Ich befrage nochmal unseren magischen Spiegel, nochmal aus Neugier. Okay. Neugier befriedigt. Plötzlich ist alles anders. Okay. Der war hinter uns? Wo kam der her? Hä? Von wo ist der denn bitte im Flur? Hä? Wie soll... Wir kamen von da! Da war niemand! Und so schnell kommt er nicht aus dem Zimmer! Ah, wir sind wieder in der 2. Großartig. Oh, cool. Oh, mach diese Steuerung. Bin ich wieder falsch? Ja. Das ist ja schlabberige Pfeil, ne? Dieser Pimmelpfeil, der macht mich fertig. So. Was wird denn da buchstabiert? C, A, irgendwas? Krim. Was? You were touching it? Was? Da fällt mir wieder das ein. So, aber erstmal jetzt in den Keller. Erstmal in den Keller mit euch. Oh, Junge, 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 Junge. Der Geist ist aber hier, ne? Wenn ich es richtig sehe. Is anyone there? Ach, wir brauchen eine Sequenz. Warte mal. Da auch nicht. Wenn... You can stay in there for the night, Jimmy. How many know?
Für eine Nacht geht ja. Ich dachte, er hat ihn drin gelassen. Okay. Ist der Kollege noch hier? Warte mal. Is someone there? Sag mir nicht, ich muss jetzt wieder auf sein Zimmer gehen. Oh. Hier ist kein Geist in der Nähe, der Kompass chillt. Hier kann ich nichts gucken. Okay, ich guck mal kurz wieder an den magischen Spiegel, wenn es geht. Sekunde. Ich schau mal kurz in den magischen Spiegel. Der hat den Jimmy eingesperrt und ist dann wieder gegangen. Wir müssen ja mal dahin gehen, wo der Geist ist. Das heißt, wir müssen herausfinden, wo der hingegangen ist. Der Harvey. Wahrscheinlich 215? Ich habe mir nicht gemerkt, welches Zimmer wäre hier. Das ist keine Ahnung. Wir werden es gleich erfahren. Putzi, schlaf schön. Gute Nacht, Putzi. Schlaf schön. Gut's nicht. Träum von Jimmy. Jimmy kommt dich zudecken und gibt dir einen Kuss auf die Stirn. So. Achso, ich wollte hier. Du hast es nicht so mit Zahlen? Entschuldigung, dass ich mir nicht jede Raumnummer von den 1000 merke. Ich habe hier andere Dinge zu tun. Ich muss, ne? 209 hat man noch nicht. Nur mal so nebenbei. Da gemütlich Chips fressen und zugucken kann jeder, weißt du? Spiel doch mal selbst und merk dir alle Zahlen. Du hast andere Probleme hier. Den Kuss hätte ich mir eher von dir gewünscht. Aber nur, wenn ich dabei auch so eine Mütze mit lustigen Locken tragen darf. Gib mir noch 10 Jahre, dann sehe ich genauso aus. Das kann nicht mehr so lange dauern. Das kriegen wir hin. So, 209, ne? 209. So, mal schauen. Ich esse keine Chips, sondern Raffaello. Oh. So. Ich gebe dir 5. Ach, du meinst das bestimmt so. Yeah, 5. So. 209. 209. Der ist noch nicht hier, ne? Hier ist, glaube ich, hier nicht. Oh, sag mal, diese. Oh, dieser Steuerung. 209. Ne, die wird hier nicht hier sein. Ne. Dann müssen wir hier rum. Oh, diese Steuerung. Geht's da noch weiter? Ne, okay. Ich wollte nur mal gucken. Müsste doch hier sein, ne? Gleich, ja. 208? Dann ist hier 209, okay. Da ist sie. Schon. Da ist sie auch schon. Ah. Der ist aber sehr schön, der Dolch. Rauch, der aus dem Hotel kommt? Im Winter wahrscheinlich mit Holz wieder geheizt. Ist der hier? Is someone there? Nicht mal annähernd. Er hat Jimmy in den Keller gesperrt. Und dann das Hotel angezündet. Wäre das nicht ein bisschen drastisch? Und der Dolch? Ist das nicht ein bisschen drastisch? Erdgeschoss, okay. Aber wir haben wieder Besuch hier, ne? Wollt's nur sagen. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ne? Aber immer, wenn wir in den Spiegel gucken,
sehen wir ja auch Jimmy öfter. Kann es sein, dass er mitkriegt, wenn wir den Spiegel konsultieren? Weil, ne, wir sehen ihn ja immer und dass er dann vielleicht weiß, okay, da ist die Person. Ich weiß nicht, weil da guckt er immer. Wenn wir in den Spiegel gucken, guckt er immer so. Mit dem Basie. Kann theoretisch sein. Und hier höre ich immer diese Zirkusmusik und er hat auch dieses Zirkusbuch bei sich im Raum, weißt du? Hier hörst du im Hintergrund diese Zirkusmusik? Ist aber nur Menümusik wahrscheinlich, ne? Quasi wie wenn Frodo den Ring benutzt. Ja, genau. Jimmy ist unser Nazgul. Wirklich so, ne? Okay, wir müssen jetzt irgendwie nach unten. Oh, hier nicht. So. Oh, Freunde. Puh. Oh, da ist er jetzt. Da kam er gerade. Hast du gehört? Ground Level. Wenn es brennt, wo geht man hin? Zum Ausgang, ne? Offenbar nicht. Sagt der Pfeil irgendwas oder hängt er nur so rum? Okay, der sagt was. Okay, warte. Hier? Is someone there? Okay. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Okay. I saw you locking Jimmy in the basement. What happened? I wanted to give Jimmy a dose of his own medicine. I thought he couldn't do any damage down there. I was wrong. Oh. Verstehe. Ach du Scheiße. Okay, Jimmy hat das Feuer im Heizungskeller, hat das irgendwie hingekriegt. Heilige Scheiße. Okay, aber erstmal. Who does the dagger belong to? It's not a dagger. It's a letter open. It's not supposed to be sharp. Okay, not supposed to be sharp. Okay, okay, klar. Und hier so? Was there a fire at the hotel? They managed to contain it, but I lost a lot of stuff. Jimmy müsste sein Sohn sein, oder? Der wird ja nicht einfach Mitarbeiter hier gewesen sein, weil der wäre ja schon längst weg. Der wäre ja, also ganz ehrlich, nach der Heizungssache hätte er so einen Arschtritt bekommen, der wäre nach Tiki-Taka lang wäre da geflogen. Also, der war wahrscheinlich Harveys Sohn und Roses. Rose? Rose war die Mutter von Amy? Oder? Ja, weiß auch nicht genau. Ja, oder Schwiegersohn, kann natürlich auch sein. Okay, pass auf, hier erstmal. You said you were wrong to think Jimmy couldn't do any damage in the basement. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Nobody realized how far Jimmy would go to get attention. Er war. Rose ist die Mutter von Jimmy. Ah, alles klar, okay. Ja, dann wird das, glaube ich, passen, ne? Er war im Heizungskeller und hat ein Streichholz, hat irgendwas angezündet.
Sind Sachen so brennbar im Heizungskeller? Ich meine, gut, wenn er Holz lagert natürlich viel, dann wird er sich zuallererst natürlich selbst umbringen, ne? Okay, ich geh nochmal runter. Ich geh nochmal kurz runter, warte mal. Wie open the door? Der hat doch abgeschlossen! Was heißt denn open the door? Okay. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. I saw a fire in the basement. What happened to the hotel? We managed to contain it before it got out of hand. Oh, photos and letters and everything were down there. It all went up in flames. Jimmy was out of control. I'd had enough of him. I wanted him gone. Jetzt kommt der verzierte Dolch ins Spiel. Jetzt ist es soweit. Jetzt, hier. Ich würde sagen, so ist es gewesen. When you said you wanted Jimmy gone, does that have anything to do with what you said about the dagger? Okay, ich dachte schon. Puhuhuhu. Okay, haben wir noch, mit den Basies nicht. Die Wäscheleine ist auch anderweitig. Gebrochene Spiegel, weiß er nichts drüber. Die Armbrust hatten wir schon. Wir haben sonst nichts, ne? Medizin wohl liegen lassen. Er hat ihm Pokale geschenkt. Das Schwert. Okay, pass auf. Schwert. Wir gucken gleich. When you said you wanted Jimmy gone, does that have anything to do with what you said about the sword? Auf gut Glück probiert. Ich glaube auch nicht, dass er mit dem Schwert geköpft hat, weil er ist ja offensichtlich noch da. Vielleicht ist er aber in sein Schwert gefallen dabei. Man weiß ja, wie das passiert. Haushaltsunfälle. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz eben. Kann ich hier nicht irgendwo anders auf den Spiegel gucken? Kann ich das nur in der Küche machen? Gibt es hier nicht irgendwie eine kleine Stelle, wo ich mal einfach ungeniert in den Spiegel gucken kann? Ich bin so hässlich, ich muss in die Küche gehen, um in den Spiegel zu gucken. Anders geht's nicht. Na gut, gehe ich mal kurz. Ich gehe mal kurz in die Küche. Kleiner Aglon. Kleiner Aglon. Ja. Ja, wenn man hässlich ist. Ja, wenn man hässlich ist. So. Ah, na klar, ich meine, wenn man so auf den Basie reingedrömelt bekommen hat, ins Gesicht und überall, immer auf dem Kopf. Klar. Ich glaube, langsam müsste er auch ein bisschen deformiert sein. Verstehe ich schon. So, zeig mal. Es ist wieder mal die 200... War das schon an 206? War das die 205 vorhin? Oder war das die 206? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. 206. Ich wollte die Geschichte eigentlich noch zu Ende spielen. Ich wusste nicht, dass sie sich so zieht. Die dauert ganz schön lange. 206. So. Vorhin war die 205. Das geht ja auch quer durch alle Zimmer, ne? Das geht durch alle Zimmer. Hier würde ich gar nicht mehr wohnen wollen. Mit dem Schwarzlicht höchstens. So, 206. Ja, dann let's go.
Oh nö. Ah nee, Rose hat er gerufen, ne? Oh. Rose. Oh nein. Wie kann der genau hier zu diesem, jetzt hier, sofort? Wie? Das ist... Wie kann das... Oh Gott. Ich dachte, das gehört jetzt zur Vision, die wir hier haben sollen. Hier auch keine Vision? Aber wo ist denn die Vision? Ist sie draußen? Da auch nichts. Im Schlüssel ist GPS-Chip. War das, ne? Ich meine. Kann ja nicht sein. Warte mal. Hab ich hier was? Das war's. Oh, das war's. Sag mal. Mega penetrant, also super nervig. Aber der ist noch da. Ich bin so ein Cheater. Okay, warte. Okay, ich würde sagen, sehr gut, aber der ist ja immer da. Das. Ich mag den ja trotzdem irgendwie. Also eigentlich nicht, ne? Eigentlich überhaupt nicht, aber so im Intro und so. Ich würde auch nicht sagen, dass er eine tragische Figur ist. Das ist halt einfach ein furchtbarer Strolch. Okay. Jetzt kriegen wir auf den Kopf, ne? Ich habe vergessen, wo der Geist war. Der Geist müsste im Heizungskeller sein, ne? Ich werde langsam unkonzentriert. Oh, der ist zu nah dran. Gehe ich gleich wieder rein. Warte. Der war zu nah dran noch. Oh, ich wollte gerade was trinken, Mann! Geh doch mal weg! Du Holzkopf! Geh! Der taucht gleich wieder auf.
9. Hab den Jimmy noch nie so aggressiv gesehen in den Playthroughs, die ich bisher gesehen habe. Ja, ja, welcome to my life. Ist halt immer so. Es ist halt immer so. Ich habe dieses besondere Glück bei Spielen. Es... Ich denke nur an Daylight mit den Hexen. Alle 2 Meter. Ständig. So. Okay, was ist denn jetzt? Speak to me. Das war toll. Das war überhaupt nicht toll. Hello. Das war nicht toll. Hello. Is it Harvey? Yes. Who does the gun belong to? It was mine. Belonged to my father. Still had a few rounds with it. Mm-hmm. Beruhigend, beruhigend, ja. When you said you wanted Jimmy gone, does that have something to do with what you said about the gun? I'd lost it. I was seeing red. I hated him. I lost control. Sag mir nicht, wir müssen wieder dahin. Das aber... Boah, die Story zieht sich aber ein bisschen gerade, ne? Okay, warte jetzt. Ich gehe mal kurz wieder in die Küche, in meinen Spiegel gucken. Warte kurz. Vielleicht müssen wir wieder 205, ich weiß nicht genau. Das war ja gerade... Ich glaube, das Zimmer mit der Pistole, was wir da gesehen haben, oder? Bin unschlüssig. Das ist ein bisschen unbefriedigend, wenn ich ehrlich bin. Und was mit Hugo? Wir alle warten auf Hugo. Okay, 2. 205 war es gerade eben. Stimmt, eben war 206. Hast du. Boah, Mann! Diese verfickte Steuerung! Ich hasse diese Steuerung so sehr, ne? Du willst in den Fahrstuhl, der schlabbert dich irgendwo hin. Oh, ist diese Steuerung furchtbar. Oh, boy.